dieser Wegmesserung. Babylon, natürlich. Entschuldigung. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich komm ja nie raus aus dem Schloss. Woher soll ich das wissen? Ja, ja, du musst öfter raus, Prinzessin. Ich will überhaupt nicht raus. Draußen ist gut. Warm ist draußen. Frische Luft, und, grün, ja, Vögelchen, das Fenster aufmachen. Ameisen, alles da. Ameisen, genau, Spinnen. Also Prinzessin, wir sind komplett. Wie geht's denn weiter? Also jetzt Piraten zuhören. Müssen wir nochmal 100 Schritte in Richtung Osten. Okay. Ich weiß nicht, hast du deinen Kompass gestellt? Ja, hier. Also, das muss ich auch noch sagen. Die Kompasse sind Englisch. Und deshalb ist einmal, das O ist ein E für East. Muss man wissen. Da ist kein O, das ist das E. Und Piratenkinder, wo zeigt das E hin? In welche Richtung? Ziemlich genau in die Richtung. Also. Wie viel? Also muss 100 wohnen. Also wieder 100 Schritte, 100 Mal zählen. Also muss man als Pirat auf Englisch kommen, was? Auch. Also am See angekommen, 100 Schritte Richtung Nordost zu Dock Snyder. Der Dock Snyder ist was? Auch nicht. Moment, ich muss jetzt erstmal wieder einrichten. Wir müssen zum Dr. Schneider. 3, 4, 5, 6, 7. So ist richtig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es liegt nicht dein Papa, der König von Max 1. PS, grüße mir auch meinen Freund Leckerschreck. Okay, Anniko, so, jetzt ist Diadem. Einen kleinen Sandstrand und in Wassernähe ist Julian hat's gefunden! Wow! Oh, Julian! Cool. Ja, guck mal, hier! Schau mal! Das Richtige! Warte mal, ich muss mal gucken, ob es passt, ne? Oh, wieso? Ein Diadem wurde gefunden! So! Oh. Ah! Guck mal, Julian, sitzt das alles richtig? Ah. Alles gerade? Ja? Kannst Mensch, mal... Prinzessin, ein Diadem! Wer hat's gefunden? Der Julian! Hier. Julian! Ja, Mann! Julian! Applaus für den Julian! Der Julian hat für das Piratenteam und für die Prinzessin ein Diadem gefunden! Und zack, fühle ich mich viel mehr wie die Prinzessin, ja? Also jetzt ist ja das ist ja wie ja, die Uniform. Ja, jetzt ist sie komplett ich die Prinzessin. Bin der König. Was? Der König? Max 1. Nein! Und Papa! Verrückt! Tochter! Was ist das jetzt? Ja, was ist hier los? Dein Königspapi. Jetzt hast du, wir haben es gefunden. Das war aber ein bisschen gemein auch wieder. Papa! Hallo! Aber das ist ein richtiges Familientreff, auch richtig schön. Oh, danke. Mensch! Danke für das Diadem, Papa. Und, hast die angegossen? Und die Piraten haben dir alle geholfen? Ja, alle geholfen, das König. War ein guter Tipp. Das kann ich toll machen. Seid ihr Piraten? Ja! Was sind wir? Piraten! Jawohl! Mensch, der König! Ja. Wollt der König sogar sehen, ob das Töchterlein überhaupt aus dem Schloss rauskommt und es findet? Jetzt kommt sie sogar in die frische Luft. Oder? Endlich! Ja. Also, naja, ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte mit der König, sie hat versprochen, dass sie das in Zukunft öfter macht. Ja. Lasst uns Geburtstag feiern. Lasst uns aufs Schiff gehen. Au, ja. Lasst uns tanzen. Au, ja, habt ihr Lust? Es ist ein richtiger König, ein richtiger Bestimmertyp. Wollen wir eine Party machen? Ja! Das ist ja wie die Familienkampagne. Wir haben ja schon Haare auf der Brust, das ist unglaublich. Ich hab Sixpack. Du hast ein Sixpack. Das wird. Oh. Bei deinem Papa am Bauch. Im Keller. Das hier ist so ein Nachtritt. Kühlschrank. Oh ja, ich spüre das. Ah, Sixpack, 12-Pack, alles dran. Alle auf Bauch kommen. Alle kleine Pause, bis wir abgelegt haben. Was trinken, was essen. Das sieht ja gleich aus wie er. Das ist aber auch. Der Fleck fehlt. So. Okay. Es
ist der König von Max Eizel. Ah, der muss aber nachher mittanzen. So ein König, wenn der meint, er kann einfach hier mitfahren, der muss machen. Der muss Party machen. Das ist wahrscheinlich so ein richtiger Party-Tiger. Party-König. Noch was? Bravo! Sieht er nicht gut aus? Der König! Neues Abenteuer und da seid ihr dann nochmal gleich zwei Köpfe größer und könnt ihr richtig mit anpacken. Ja. Alle sind dabei. Wer noch mitmacht, kann auch leben. Was dann passiert? Man weiß es nie.